Ach, hi Nils. Hey, grüß dich. Und erzähl. Also der Mann ist bei Bewusstsein. Es geht ihm soweit ganz gut. Er wird noch versorgt, aber ich denke, ihr könnt ihn gleich selbst befragen. Wissen wir, wer er ist? David Winter. Das ist ein Kollege von uns. Der trainiert hier regelmäßig. Ja, haben wir schon gehört, dass das ein Kollege ist. Aber David Winter sagt mir nichts. Nie gehört. Wurden die Uniform und die Dienstwaffe gestohlen? Wie, ist er nackt? Naja, die Boxershorts hat er noch an. Ach. Alles klar, Alex. Ich hoffe, er sieht gut aus. Wie lange brauchst du noch? 2 Minuten. Und wer ist sie? Susanne Böll. Ihr gehört das Fitnessstudio und sie hat ihn gefunden. Ah ja, dann gehen wir mal rüber. Hallo. 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 Grüß dich. Stehler mein Name, meine Hallo. Kollegin Rietz. Wir sind von der Kripo. Sie sind Frau Böll, ja? Ja, genau. Und Sie haben den Notruf getätigt? Ja, ich habe die Polizei gerufen. Okay. Wie haben Sie den Mann denn gefunden? Ja, ich war auf dem Weg zur Mittagspause und dann bin ich dort beim Parkplatz rausgegangen und dort habe ich dann das Auto vom David gesehen und die Füße lagen da und dann war da eine gefesselte Person und habe ich das geschaut und dann war der bewusstlos und halbnackt, also richtig schockierend. Ja, kann ich mir vorstellen. Kennen Sie ihn denn persönlich? Ja klar, der David, der trainiert hier fast täglich. Okay, Frau Böll, dann werden wir erstmal kurz zum David gehen, mit Ihnen sprechen. Danke erstmal, ja? Mhm. Guten Tag, hallo. Stehler mein Name, meine Kollegin Rietz. Wir sind von der Kripo. Meine Kollegin würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, ja? Ja. Wie geht's Ihnen denn? Fehlt Ihnen irgendwas? Also, so ein paar Klamotten vielleicht. Ja. Ja, sagen Sie mal, wie haben Sie eigentlich die Klamotten verloren? Und meine Dienstwaffe. Ja, und die Dienstwaffe. Ja, ich bin im Prinzip wie fast jede Mittagspause zum Fitnessstudio gefahren, wollte da ein bisschen Sport machen aufs Laufband und ja, irgendeiner muss mich von hinten umgeschlagen haben und mir meine Klamotten und meine Dienstwaffe geklaut haben. War die Waffe geladen? Ja. Ach du Scheiße. Ja, woran ich mich noch erinnere, ist, dass ich im Kofferraum stand und gerade die Sporttasche nehmen wollte und ja, da muss passiert sein. Können Sie den Mann beschreiben? Nee, leider gar nicht. Der kam von hinten und das Einzige, woran ich meine, mich erinnern zu können, war, dass er rote Turnschuhe trug. Haben Sie denn eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte? Was will derjenige mit Ihrer Uniform? Keine Ahnung, aber wie ich sehe, ist mein Portemonnaie und mein Handy wohl auch weg. Ja. Sauber. Naja, obwohl, dann könnten wir das Handy ja jetzt orten. Können Sie uns die Nummer aufschreiben? Ja. Ja, das müsste gehen. Kümmerst du dich drum? Ja, klar. Und gehst du gleich noch mal zum Tatort dann? Mach ich. Dann lasse ich euch mal kurz alleine. Ja. Ja, also, wenn nichts dagegen spricht, dann würde ich mir gerne kurz was anziehen. Ach so, klar. Frau Böll, ja. Eine Frage noch. Mhm. Gibt es auf dem Parkplatz Überwachungskameras? Ja, natürlich, da oben. Also, wenn Sie wollen, können wir ins Büro gehen und am PC anschauen gehen. Ja, machen wir. Also ich würde mitkommen, wenn es okay ist. Wollen Sie nicht lieber noch mit ins Krankenhaus? Oh, ich glaube, ne. Ich bin durch hier. Dabei. Okay. So, ich öffne schnell das Programm. Einen Moment bitte. Wir sind uns noch nie begegnet, oder? Ich glaube nicht. Daran könnte ich mich sicherlich erinnern. Außerdem bin ich ja gerade erst versetzt worden vor 3 Monaten. Welche Dienststelle bist du? Jetzt Revier 22. Und Sie? Ja, wir können uns ruhig duzen, das machen wir alle hier. Ich bin Alex vom K11. David, freut mich. Hier ist die Stelle, hier könnt ihr es sehen. Können Sie mal etwas vorspulen? Na klar. Stopp! Der weiß ganz genau, dass da eine Kamera hängt. Ja, und es scheint doch gar nicht zu jucken, dass er voll im Bild ist und gut maskiert ist. Ja, zumindest haben wir jetzt eine bessere Personenbeschreibung. Philipp, das ist der Typ. Gibst du das Foto raus für die Fahndung? Danke. Also, wenn du mich fragst, hat er das direkt auf meine Uniform abgesehen, auf meine Dienstwaffe. Oh Mann, ich will mir gar nicht ausmalen, was er damit alles anstellen kann. Mann, ich bin so ein Idiot! Ja, aber damit konntest du doch auch nicht rechnen. Meinst du wirklich, dass das gezielt auf dich abgesehen hat? Keine Ahnung, privat habe ich ja eigentlich keine Probleme mit irgendjemandem, aber
Ich bin ja auch erst kürzlich hergezogen. Ja, das ist bestimmt Zufall. Jetzt mal ganz ehrlich, hier sind ganz viele Polizisten, die trainieren. Die Dienststelle ist ja gleich um die Ecke. Also wirklich, es hätte jeden Polizisten treffen können. Können wir vielleicht eine Mitgliederliste von ihm bekommen? Ja, klar, beim Empfang dann vorne. Mhm. Ja, Alex, sag Bescheid, wenn du mich brauchst. Ich höre mich immer um und frage, ob jemand was mitbekommen hat. Ja, super. Bei uns ist alles gut, also kein Stress, wir kommen hier klar. Ja, bis später. Ja, also hier ist die Mitgliederliste. Können Sie ja gerne schauen. Mhm. Darf ich die mal weiterleiten an meine Kollegen? Ja, natürlich. Dann sollen die ganzen Namen mal checken. Haben Sie auch eine Liste von Ihren Angestellten? Ja, einen Moment, schaue ich gleich. Hier sind die Namen und Fotos drauf. Heute haben Jesse und Leo Dienst. Eigentlich André auch, aber der hat sich heute krank gemeldet. André Wolf? Ja, genau, André Wolf. Den habe ich vor 2 Wochen hier eingestellt als Trainer. Ich kenne den. Das ist ein netter Typ. So. Das sollen meine Kollegen dann auch mal überprüfen. Wie viele Listen willst du mir noch schicken? Bin ich hier der Arbeitssklave oder was? Hast du schon was, Dani? Ja, also in dem Fitnessstudio sind so einige vorbestraft. 17, um genau zu sein. Körperverletzungsdelikte, häusliche Gewalt, Drogendelikte, Exhibitionismus. Ich schick dir Alex das gleich mal rüber. Ich frag mich nur, was der Täter mit der Uniform vorhat. Vielleicht will er Karneval feiern. Nee, mal im Ernst, es kommt leider immer wieder vor, dass falsche Polizisten Betrugsmaschen abziehen. Tja, zocken vor allem Rentner viel Cash- und Wertsachen ab. Bei den Mitarbeitern ist nur einer aktenkundig, André Wolf. Auch nichts Tolles, hat mal besoffen einen Unfall verursacht. Ich schick's aber mal der Alex, dann hat sie auch was zu tun. Meine Kollegen sind fündig geworden. André Wolf, Ihr Angestellter, ist vorbestraft. Ja, ich habe sein Führungszeugnis gesehen. Er hat Scheiße gebaut, ist betrunken Auto gefahren. Klassischer 316er, würde ich sagen. Trunkenheit im Straßenverkehr. Darf ich mal kurz sehen, bitte? Bin ich doof? Das ist er doch niemals. Nee, der sieht so ähnlich aus, aber das ist er nicht. Hä? Darf ich mal? Was ist denn das? Der Typ arbeitet gerade mal seit 2 Wochen hier bei Ihnen. Ausgerechnet heute ist er krank. Und dann sieht er nicht so aus wie hier auf dem Foto. Das müssen wir überprüfen. Ich habe doch aber seinen Personalausweis hier. Da können wir ja mal raufschauen. Ja, ist ein älteres Foto. Und die Haare sind aber auch ganz anders. Ich weiß nicht. Ich fahre jetzt mal zu seiner Meldeadresse. Ich begleite dich. Ja, aber David, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Du bist ja auch Opfer in dem Fall. Alex, ich habe einen Eid geschworen, der Typ hat meine Waffe. Ich komme jetzt mit dir, ob du willst oder nicht. Ja, aber du bist auch verletzt. Du kannst mich ja schützen. Ja, Stamm. Ah, okay. Ja, super, danke schön. Schon. Hi Philipp, ich bin's. Du, das Handy ist immer noch an und das ist in der Funkzelle in der Innenstadt eingeloggt. Die Funkzelle um das Fitnessstudio drum. Okay, Dani, danke dir. Das bedeutet also, dass der Täter hier entweder noch in der Nähe ist oder er hat einmal nur das Handy weggeworfen. Genau. Na gut, danke dir. Ach, Dani, bitte lass alle Kameras hier in der Umgebung checken, ja? Vielleicht haben die irgendwas aufgezeichnet. Okay, danke. Okay, ciao. Hast du das mitgehört? Ja, klar. Ortung hat ergeben, dass das Handy irgendwo sein muss. Pass auf, ich rufe da jetzt mal an. So, dann sperr mal schön deine Lauscher auf. Hörst du das? Aha. Ach du Scheiße.
Es kommt von hier. Nee. Ich glaube, er da drüben. Ah, fuck. Hier ist es. Jetzt haben wir zwar das Handy, aber keine Spur vom Täter. Kannst du es sicherstellen, bitte? Na, logisch. Verdammt, ey. Na, okay, komm. Guck mal, was wir gefunden haben. Das ist doch mein Handy, oder nicht? Ja, scheinbar. Aber leider Sackgasse, ne? Bringt uns nicht zum Täter. Aber die KTU soll das mal auf Spuren checken, ne? Ja. Philipp, es gibt übrigens einen Verdächtigen. Ein Angestellter hier vom Fitnessstudio. Wir fahren jetzt mal zu seiner Meldeadresse, David und ich. Ist doch okay, oder? Klar. David und du, ihr fahrt jetzt mal zur Meldeadresse. Ihr seid also schon per Du. Cool. Aber sag mal, ja, völliges Dreckswetter. Wollt ihr nicht David mal ein paar Klamotten besorgen? Wieso? Ist doch völlig okay. Ja. Komm. Also bis später, ja? Ciao. Bis später. So, schnell ist man abgeschrieben.